Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Im letzten Beta-Video zu iOS 12.3 habe ich es ja schon vermutet und gesagt. Und da haben wir das Update 12.3 seit gestern Abend für jeden erhältlich. Also ihr könnt es euch herunterladen. Ich habe es hier schon mal getan und hatte gerade mal eine Update-Größe von 464 MB auf meinem iPhone 10 gehabt. Also das war ein kleines Update. Da gab es ja schon ein paar Verwirrungen vorher mit den Betas. Dass da ein komplettes Betriebssystem überschrieben wurde mit über 2 GB oder dass das Update nur ganz, ganz klein war. Ja, so richtig schlau bin ich da immer noch nicht draus geworden, aber man kann es eben jetzt installieren. iOS 12.3. Zu sagen, gibt es da eigentlich nicht mehr viel. Ich habe euch schon genug davon erzählt. Bei mir hier drauf läuft das Ganze soweit wunderbar und gut. Was ich allerdings noch gemacht habe, ist mal den Geekbench drüber laufen lassen. Und zwar habe ich hier, ihr seht, 2x14. Mai. Das hier war noch die Version 12.2. Da hatte ich 4195 und 10521 im Single und im Multicore. Und ja, hier oben, das ist das aktuellste 12.3. Und da haben wir 4208 und 10694. Und ich habe hier beim iPhone 10 mal rund geschaut oder mal drüber geschaut bei all den Geekbenches, die ich schon gemacht habe. Und beim Multicore hatte ich noch nie ein höheres Ergebnis als hier bei 12.3. Im Single-Core hatte ich dafür schon mehr gehabt, da habe ich ja jetzt 4208, da hatte ich schon hier 4270, 4214, 4226 und, aber im Multi, ja, da sind wir in solche Höhen noch nie geraten. Und ich habe ja schon in der letzten Beta gesagt, 12.3, das ist ziemlich ausgereift, da gibt es keine großen Macken, keine großen Probleme, das öffnet sich alles schnell, lässt sich gut bedienen und von daher kann ich von meiner Erfahrung her sagen, macht ruhig das Update, Freunde, geht in die Einstellungen, geht unter Allgemein und geht unter Software Update und dann sucht ihr mal nach 12.3 und ladet es euch einfach herunter. So, das soll schon gewesen sein, mehr gab es nicht zu sagen. Kleines Update für das Update 12.3. Probiert es mal aus. Bis dann, macht's gut.